Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben hier in der Höhle Unterschlupf gefunden und haben ein Feuer gesehen. Die Bailey ist wieder auf den Beinen. Ist ganz schön was passiert in der letzten Folge. Und ja, jetzt gucken wir mal, was da bei dem... Wie lange bist du weg? Ich könnte Hilfe gebrauchen, um den Sand aus dem Getriebe zu kratzen. Ich kann helfen, alter Mann. Ah ja? Und wo ist der Haken? Kein Haken. Bei dir gibt's immer einen Haken. Und dann haust du ohne Grund ab. Ach ja? Jetzt tu doch nicht so, als würdest du mich kennen. Als würde ich dir irgendwas bedeuten. Ach, kleine Tjana. Du warst zu jung und ich war ein Scheißkerl. Bin ich manchmal immer noch. Aber ich mach dir nichts vor. Hm. Immerhin hast du was gesagt. Also, was soll ich tun? Du, natürlich. Also, pass auf. Zuallererst musst du... Ja, ich weiß. Filter reinigen, damit der Motor nicht absäuft, dann Öl ablassen und Fremdkörper entfernen. Wow. Mir kommen gleich die Tränen. Wie süß. Was wollte ich sagen? Ja, wir sind auf der Suche nach dem Ursprung des Lichtes, aber wir kommen hier schon wieder nicht durch und die Navigation kackt ab. Das ist ein bisschen doof. Lippenklamm, nee, wo sind wir? Hier waren wir. Lager. Wo sind wir denn gerade? Wir sind jetzt hier. Wir müssen noch dahinter. Ach man, diese Navigation in dem Spiel, das ist einfach ein Graus. Wir haben aber doch die richtige Mission verfolgt. Sind wir jetzt komplett falsch gelaufen? Wir sind ja jetzt gerade an so einem Schnellreisepunkt. Der ist hier. Hier ist das Lager. So sind wir hier lang gelaufen, obwohl wir hätten da lang gemusst. Es ist ein Krampf mit dieser Navigation. Ich hoffe, der Sturm ist nicht zu laut gerade. Bei mir trescht er ganz schön in die Ohren. Aber Moment, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich habe meinen Kopfhörer zu laut eingestellt. Ja, daran lag's. So, jetzt ist wieder behoben. Dann ist das Ganze jetzt auch nicht so extrem laut. So, wir laufen jetzt mal. Guck mal, hier unten war das Lager. Und drüben hatte nämlich vorne auch was blau geblinkt. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es irgendwie eine Nebenmission, aber... Nö, die Navigation ist einfach nur... mal wieder etwas fehlerhaft. Ich glaube, wir sollen da lang. Ich habe ehrlich gesagt noch kein Spiel kennengelernt, was so eine fehlerhafte Navigation hatte. Weiß nicht, das gibt's doch in 1000 Spielen und überall funktioniert's gut. Ich meine, ist ja auch ein riesen Publisher von Outriders. Das kann man doch irgendwie aus anderen Spielen übernehmen oder so. Das muss man doch nicht komplett neu programmieren. Denke ich zumindest, aber prinzipiell sollte das doch machbar sein. Was zum Teufel? Rohan Gratuik! Na, sehr geil. Da habe ich ja jetzt richtig Bock drauf. Aber war ja irgendwie klar, dass hier was passiert. Ah, geh bloß weg. Ah, wir machen trotzdem... Ui. Treffen lassen sollten wir uns nicht. Gut, den großen haben wir schon mal. Halt bloß irgendwie kaum Deckung hier möglich. Ja, kommt mal schön hier runter. Dann kann ich euch alle einzeln hier rausholen. Was sind das für Biester bitte? Aber zumindest kann man da ordentlich kritische Treffer landen. Ach so, das war die Pflanze. Ich dachte, irgendwas ist hinter uns. Irgendwas hat sich bewegt. Es werden immer mehr. Geh doch weg. Nee, es hört leider nicht auf. Und jetzt kommen sie auch noch von der Seite hier drüben.
kommen die denn her? Kommen die von da oben? Zwei noch. Wo ist er? Hier ist er. Ich glaube, wir haben es geschafft. Was ist denn hier los? Jakob, das mit dem Licht war ein Hinterhalt. Hässliche Kerle wollten mich weglocken. Hörst du mich? Jakob! Oh mein Gott! Jakob. Sie sind überall! Oh, wir müssen schnell hin. Hinterhalt haben wir überlebt. Schnell noch Loot eingesammelt. Ich glaube, wir sind immer noch voll. Wir müssen langsam mal wieder verkaufen gehen. Das machen wir nach der Mission. Jetzt aber schnell. Wo sind sie denn? In der Höhle sind sie anscheinend nicht mehr. Hoffentlich können wir alle retten. Ach komm, in der kurzen Zeit sollen die bis hierher gegangen sein. Kommen wir jetzt endlich dort... Ah, kehre zum Lager zu... Ah, es ist wirklich ein Krampf. Die Navigation schickt uns wieder da unten hin. Obwohl wir zum Lager zu reisen. Ich sag nichts mehr dazu. Och, lass mich doch hier runter. Wir haben es eilig. Alle tot. Entschuldigung. Navi hat falsche Route berechnet. Kann nichts dafür. Na, ja, jetzt kommt ja auch noch Wasser. Ich dachte, wir haben kein Wasser. Hier ist doch was. August. Ach, tut nichts. Ach, versteckt. Ihr Freunde. Geraubt. Geraubt? Ja. Sie wurden entführt? Lebend? Ja. Ja. Um sie zu essen. August, warte. Nimm die. Ach, komm nicht. Du brauchst wie sie. Der kleine August. Als bräuchte der eine Waffe. Der hat die krassesten Anomaliekräfte, die gehen. Aber hier nimm die Pistole. Dein Rucksack ist eh grad voll. Bleib im Truck. Ich finde sie. So, jetzt habe ich die ganze Zeit die Maus im Bild. Was ist denn hier los? Jetzt ist sie weg. Und jetzt bin ich auch wieder da. Kommen wir hier unten? Ne, wir müssen hier drüben weiter. Eigentlich müssten wir mal unbedingt verkaufen. Aber wir haben gerade Druck, wir müssen schnell machen. Hast du sie schon mal gesehen? Wer sind sie? Sie sind Feuer. Die halten nämlich echt gut was aus. Du hast ein ganzes Magazin Lavageschosse verballert gerade. An einem Gegner. Man muss halt wirklich kritisch treffen und das Schild muss natürlich auch weg. Das Problem ist, dass das alles so ein bisschen Fernkämpfer sind. Deswegen unsere Lavageschosse nicht so geil aufladen können. Aber dann müssen wir halt ohne Lavageschosse weitermachen. So, haben wir. Ach, die können auch aus der Deckung schießen. Hat das schon mal ein Gegner vorher gemacht? Zumindest ist es mir noch nie so bewusst aufgefallen. Sehr schön. Haben wir wieder zwei getroffen. Konnten mal ein bisschen was aufladen. Das brauchen wir hier auch ganz dringend. Wir halten halt echt viel aus. Das Gute ist, wir machen auf die Entfernung sehr guten Schaden. Die Gegner wiederum nicht. Also solange die weit genug entfernt sind, ist das alles nicht ganz so hart.
So hart. So, wir gehen mal hier links lang. Ja, hier kommt ein Boss. Nee. Nee, an den habe ich ganz schlechte Erinnerung. Den müssen wir jetzt versuchen, hier erstmal aus der Ferne zu holen. Ist der das? Ja. Ja, genau. Boah, Brudi. Na, der hält nämlich unendlich viel aus. Was echt scheiße ist. Ist auch wieder so einer, der gerne sehr nah rankommt. Wir brauchen erstmal wieder Deckung. Na, jetzt kommt dieser Anomaliebeschuss wieder. Aber in der Zeit können wir ihn wenigstens treffen. Mehr oder weniger zumindest. Okay, es ist wirklich alles viel, viel einfacher als... Also im Vergleich zu damals, wo ich das mit meinem anderen Charakter gespielt habe. Wir sind anscheinend wirklich auf einem sehr guten Level. Das freut mich. Die Weltstufen gehen auch so schnell hoch. Wir sind vorhin erst auf die 11 gekommen, mittlerweile sind wir schon wieder fast auf der 12. Ah, den habe ich gar nicht gesehen, den kleinen Racker. Na komm raus. Und er noch. Cool, das war's schon wieder. Ich glaube, hier gab's irgendwo eine Kiste. Ich glaube nicht, dass das hier das Dorf dieser Kreaturen ist. Die sind vermutlich kaum in der Lage, sowas zu bauen. Ost. Heimat. Früher. Das war also dein Zuhause? Und diese Typen hatten es dir weggenommen? Ja. Nein. Ich verstehe nicht. Was ist mit deinem Volk geschehen? Weg. Hm, armer August, ganz allein. Okay, gab anscheinend doch keine Kiste. Komm, gib mal ein bisschen Kraft. Der nächste Schnellreisepunkt. Muni brauchen wir nicht. Ja, ich hab's trotzdem aufgenommen. War aus Versehen. Hier kommen doch bestimmt gleich wieder welche. Ach, aus allen Hütten kommen sie gesprungen. Und gerade schön beim RTL-Gucken gestört, deswegen sind die so wütend. Oh, shit. Also muss ja schon wieder ein Boss hier sein, wenn hier dieser Artillerie-Anomalie-Beschuss kommt. Ah, fuck. Die Lavageschosse verloren. Ja, ich würde mich gern mal heilen. Kann mal jemand hier in die Nähe kommen? Komm raus. Mach's nicht so langweilig. Aua! Ey, wo kam denn der jetzt her? Man sollte doch öfter mal auf die Karte oben gucken. Dann kriegt man sowas nämlich auch mit. Und er noch. Nee, zwei Pfeile sehen wir noch. Er. Oh nee, es wird immer mehr. Okay. Noch kein Ende in Sicht. Kommen die jetzt von hier oben runter? Wo kommen die her? Kein Bock, dass die auf einmal hinter mir stehen. Vielleicht. Na, nee, wir müssen drum herum laufen. Der Sniper muss weg. Nein, mach doch nicht so einen Quatsch. Ja, ich glaube, wir laufen mal ein Stück weiter vor. Sonst verschießen wir hier zu viele Kugeln ins Nichts. Na, ja, genau.
Aber sind das auch Einheimische? Also Menschen sind sie auf jeden Fall nicht. Also es müssen ja welche sein, die schon vorher auf Enoch waren. Aber anscheinend waren die auch im Krieg mit Orgist. Mit Orgist seinem Volk. Da war der Sniper weg. Er kommt nicht aus seiner Hütte, doch jetzt. Ach komm. Er ist verbrannt, das passt. Oh, hier kommt schon wieder von hinten ganz schön Trouble. Sind die oben drauf oder sind die drumrum? Drumrum. Woher kann Orgist unsere Sprache? Doch irgendwie ungewöhnlich, wenn man einen neuen Planeten besucht, dass man dieselbe Sprache spricht. Oh, einen Pfeil sehe ich noch. Ah, den haben wir aber schlecht getroffen. Jetzt. Sehr schön. So, wenn es hier aber keine Kiste gibt, dann fresse ich einen Besen. Bitte lass hier irgendwo eine Kiste stehen. Nein. Doch, hier muss es eine geben. Guck mal die. Achso, da war das unser Beben gerade. Ich würde gerade sagen, die Kisten, die Vasen explodieren. Nur weil wir dran vorbeilaufen, aber es könnte unser Beben gewesen sein. Gut, keine Kiste. Also nicht gut, Besen esse ich trotzdem nicht. Na, dann machen wir mal weiter. Hoffentlich leben die alle noch. Wir haben die Bailey entführt, die haben sie ja tragen müssen. Obwohl, sie hatte den Rollstuhl schon. Aber so durch den Sand mit dem Rollstuhl. Müssen ganz schön große Oberarme haben, die Typen. Kiste, Kiste. Ja, Kiste, aber nicht richtige Kiste. Er ist auch mies, ne? Wenn du in der Wüste aufwachst, merkst, dass du nicht mehr laufen kannst. Und dir dann jemand in der Wüste einen Rollstuhl schenkt. Fiese Nummer. Ah, oh, der frisst aber eine ganze Menge. Mit dem Einäschern, dann machen wir auch nochmal ordentlich mehr Schaden dadurch. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ach, geh weg, Sniper. Wo ist er denn? Jetzt. Ja, die Kriegsherren, dafür, dass es normale Gegner sind, die haben halt echt eine heftige Panzerung. Ich würde ganz gerne nochmal aufladen. Passt. Das ist die Verbrennung, ne? Die zieht aber auch heftig viel ab, ne? Schaut doch mal. Ich brauche mir die alle nur zweimal anschießen, den Rest macht die Verbrennung. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen, also dass die stark ist, ja, aber... Entweder sind die hier extremst anfällig dagegen. Guck doch mal. Der ist direkt. Muss den einmal anschießen. Den Rest macht die Verbrennung. Und da hatten wir noch nicht mal Lavageschosse drauf. Ach, sehr geil. Aber eigentlich alle nur einmal kurz treffen. Mega. Sparen wir uns noch mehr Lavageschosse. Na, fast. Cool. Ach nee, das ist nicht nur die Verbrennung, das ist die Kette. Entschuldigung. Das ist ja krass. Lass du mich nochmal ganz kurz nachgucken. Schüsse, bla bla bla, die 3 Sekunden lang 6643 Schaden verursachen. 6600, na, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber
Aber dass das so krass ist, also ist ja doch eine ziemlich geile Fähigkeit. Und das noch mit der Schadensverkettung drauf. Wenn dann noch Lavageschosse kommen, wo die ordentlich verbrennen, die Typen. Braucht man ja wirklich überall bloß noch eine Kugel reinjagen. Das freut mich doch sehr. So, wir machen hier an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich hoffe doch sehr, dass wir unser Team retten können, dass alle noch am Start sind. Und dann sehen wir uns übermorgen zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.